Hi Leute, mein Name ist Mel. Und ich bin Diana. Und bei uns geht's heute um den Boho-Look. Mit Boho verbinden wir Hippie, Sommer, Festival. Aber wo kommt der Boho-Look eigentlich her? Ja, das Wort Boho ist das erste Mal Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich aufgetaucht. Und zwar gab es damals eine große Künstlerbewegung, die sich gegen Spießer und das konventionelle Leben gestellt haben und einfach gesagt haben, hey, wir sind Schauspieler, Künstler und halt Schriftsteller und wir haben da keinen Bock drauf. Es ging ihnen darum, komplett ungebunden zu sein, um maximale Kreativität zu erlangen. Begriffe wie freie Liebe und Genügsamkeit haben die Bohème-Bewegung sehr geprägt. Mit Genügsamkeit ist zum Beispiel gemeint, dass die Künstler bewusst in Armutsviertel gezogen sind und dort haben sie dann auch auf die Sinti und Roma getroffen. Ja, mit denen haben sie dann teilweise auch zusammengelebt und diese Sinti und Roma kommen ursprünglich aus Böhmen, was heute ein Teil von Tschechien ist. Aha. Und deswegen heißt das Ganze auch Bohème. Also Böhmen, Bohème, Böhmen, Bohème. Aha. Und genau deswegen gibt es auch in diesem Boho-Style so viele Gypsy-Elemente. Man sagt, eine Vorreiterin des Boho-Styles soll Dora Maar gewesen sein. Sie lebte von 1907 bis 1997 und war Muse des berühmten Künstlers Pablo Picasso. Erzählungen zufolge soll sich Dora damals in langen persischen Gewändern und Federn inszeniert haben. Und natürlich auch mit ihrer Schönheit und diesem Stil soll sie Pablo Picasso dann sehr doll als Muse beeinflusst haben. Den richtigen Durchbruch erlangte der Boho-Style erst Anfang der 2000er, genauer gesagt im Jahre 2004. Denn da ist Schauspielerin Sienna Miller im Boho-Style auf dem Glastonbury Festival erschienen und den Look hat vorher wirklich noch nie jemand gesehen. Ja, Sienna hat mit diesem Look dann einfach einen regelrechten Fashion-Hype ausgelöst. Jeder wollte das tragen und deswegen hat man dann die Anhänger des Boho-Looks auch Siennas genannt. Kleiner Funfact am Rande, Sienna hat übrigens auch fußlose Strumpfhosen und Leggings berühmt gemacht. Und zwar so sehr, dass sich niemand mehr für normale Kniestrümpfe interessiert hat und der Verkauf in Großbritannien von 2003 bis 2007 hat er sich einfach mal halbiert. Kommen wir jetzt mal dazu, wie man den Boho-Look überhaupt stylt. Beim Boho-Look geht es um Bequemlichkeit und fließende Kleidungsstücke. Das heißt, der Boho-Look ist quasi die etwas schickere Schwester des Grunge, denn da geht es ja auch um Bequemlichkeit. Genau. Ganz wichtig beim Boho-Look sind fließende Schichten, die man übereinander anzieht und auch natürliche Stoffe wie zum Beispiel Leder, Baumwolle, Seide, Samt oder Leinen. Aber was am allerwichtigsten ist, sind die Farbtöne. Und zwar geht Neon so zum Beispiel überhaupt gar nicht. Es geht immer um Naturtöne wie zum Beispiel Braun, Grau, Weiß, Beige, dunkle Rot- und Grüntöne. Also man sollte versuchen, die Farben in der Natur wiederzufinden. Normalerweise style ich meine Looks ja alle immer selber, aber ich habe mir heute eins von Diana raussuchen lassen. Jetzt erzähl mir, was du da hast. Genau, das ist nämlich von Nicole Richie inspiriert. Sie ist ja auch ein bisschen eine Vorreiterin des Boho-Styles. Und sie hat auf einem Charity-Event in L.A. ein bodenlanges Paisley-Kleid getragen mit einer roten Klatsch. Und ich habe jetzt eine etwas kürzere Variante mitgebracht. Und zwar mit einem rüschenbesetzten tiefen Rückenausschnitt, ebenfalls im Paisley-Muster. Dazu schwarze hohe Lederstiefel mit Fransen und wie Nicole Richie eine rote Klatsch. Und natürlich auch nicht zu vergessen der Schmuck. Deswegen habe ich jetzt auch noch eine Kette und Armreifen dabei. Also alles, was dazugehört. Und wie findest du so den Look? Bombe. Also ich bin selbst ja großer Fan vom Boho-Look und ich finde, du hast das super umgesetzt und Dankeschön. Ich würde das so definitiv anziehen. Wir sind natürlich mega gespannt, wie ihr den Boho-Look nachstylen würdet. Und wenn ihr das tut, dann ladet doch gerne ein Foto unter dem Hashtag FlipFashion hoch. Und natürlich würden wir uns auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann könnt ihr gerne den Flip-Kanal abonnieren. Ja, und ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, welchen Style bzw. welches Thema ihr als nächstes sehen möchtet. Bis dann. Ciao. Tschüss.